Hallo, ihr räudigen Seeratten! Willkommen zurück zu Kingdom Hearts! Und, oh, ich habe doch noch nicht im letzten Part alle besiegt gehabt. Weg damit! Das ist so ein guter Beginn für einen Part. Ich könnte glatt blähen. Weg damit! Und der Fiene, aua! Der finale Schlag! Voll durchgeschnitzelt. Und den habt ihr allein besiegt. Mein Glückwunsch. Oh, Mega Potion, schön. Wir müssen immer noch herausfinden, wie wir zu Wendy kommen und Kairi ebenfalls. Also gehen wir hier mal wieder hoch. Hier waren wir ja eben gerade schon. Ach, hier ist wieder mein Schatten. Der spielt der gerade Ukulele oder was? Und tschüss. Der Schatten ist krank. Der ist geistig verwirrt. Eindeutig. Aua. Hey, lass dich mal zurückschlagen von mir. Zack, voll durch. Yeah. Oh, Goofy verschwendet seine Sachen, sowas von seine Potions. Maximum HP von Donald ab. Und Maximum MP von Goofy und Charmeur erlernt. Goofy hat endlich 4 MP. Mein Glückwunsch. Ist ja unglaublich. Und er hat nochmal Charmeur gelernt. Hat er nicht schon mal Charmeur? Das heißt, er könnte jetzt doppelt so weit nochmal entfernte Sachen einsammeln. Ob das jetzt so nützlich ist? Muss ich dorthin? Da muss ich wohl hin. Hups. Okay. Jetzt bin ich im oberen Bereich. Okay. Und hier geht's runter dann. Nach. Ach so, nach dort. Okay. Okay, und was ist hier? Nichts. Und hier kann man einfach durchfurzen. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir nochmal hier rein. Ups. Und hier ist eine schöne Piratenflagge. Hä? Oh. Triotech. Hüps. Ah, das kriegen wir schon hin. Und wir haben's. Ups. Schwimm. Hey, cool. Zusammenarbeit zahlt sich aus. Hey. Na, drauf dort. So. Und hoch. Rico, warte! Jetzt kämpft er ernst. Jetzt kämpft der Schatten ernst. Ist ja wie ein Schattenlurch. Dieser behinderte Schatten. Komm her. Und zack. Das ist wie ein Schattenlurch meiner selbst. Das ist aber kein Herzloser. Das ist nur mein Schatten. Komm her und yeah. So muss das gehen. Aua. Hey, geh da nicht einfach zu Fuß entlang. Kämpfe wie ein Mann. Wo ist er hin? Aua. Au. Hör auf, einfach zu wandern, als wäre das hier ein Spaziergang, du doofer Schatten. Komm her. Jetzt wird durchgeschnetzelt. Oh, Doppelheilung wieder mal. Uah, hör auf da in den Boden immer zu tauchen und... Blablabla. Hier ist kein Spaziergang, du doofer Schatten. Merkt ihr das doch mal. Und er taucht wieder unter und... Und er taucht wieder unter und zack. Er hat mich getroffen. Hey, was machst du dort? So geht man nicht um mit seinen Kampfrivalen. Oh, unglaublich. Wieder einfach mal überhaupt den Kampf nicht ernst nimmt. Komm her, du doofer Schatten. Jetzt sind es 2? Was zum Teufel? Wen soll ich denn jetzt hauen? Ah. Wo ist denn der jetzt hin? Da. Wow. Und er taucht wieder unter.
Okay, das ist der richtige. Zack. Ich hau dir eine rein. Ach komm schon, Zora, trifft den Schatten doch mal, den Blöden. Jetzt sind es drei. Was zur Hölle? Ich nehme mal den dort. Aua. Ich hab den richtigen. Zack. Oh nein, er kommt jetzt überall wieder hoch. Boah, ist das ein Gemetzel. Und dann noch in der Kapitänskajüte. So, zack. Und reingeschnetzelt. Aua. Verdammt. Ha, durchgehauen. Damit haben wir ihn. So muss das sein. Zierat-Kralle. Okay, damit haben wir meinen Schattendoppelgänger besiegt. Den Rico einfach mal so mit einem Handheben erschaffen hat. Das heißt, er könnte davon ganz viele machen. Das ist ja übel kacke. Oh, Mann. So, wo haben wir die Zierat-Kralle? Da, alle Dunkelschimmelabwehr und Abwehrkraft steigen. Das hört sich doch gut an. Das nehme ich doch glatt. So. Hier war eine Schatztruhe noch dort. Puff, puff. Yeah, Welpen. Das habe ich gerne. So. Weißt du, hier geht's nicht weiter. Und. Ach so, okay. Goofy. Wendy! Bitte, Naseweiß. Nicht jetzt! Also, mehr kann ich leider nicht tun. Ich muss Wendy helfen. Hm, okay. Ist ja nicht schlimm. Protega-Kette, oder? Das hört sich an wie eine Steigung der Protera-Kette. Haha, hätte ich nicht gedacht. Nochmal um eins. So, kriegt der Goofy gleich hier. Schön. So, dann speichern wir doch hier mal. Ganz saftig. So muss das sein. Level 40. Yeah. Ja, genau hier saß ja Kairi. So, weiter. Wow, 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 wow. Kommen sie gleich hier wieder angescheißert. Donnerschlag! Donnerschlag! Uah! Donnerschlag! Verzweifelter Donnerschlag! Ach, tut mir leid, das musste sein. So, und jetzt wieder zurück und wieder MP aufladen. Ach, schön, ne? So muss das sein. Okay. Von hier kommen wir ja. Können wir immer noch nicht hier lang. Hier können wir zwar lang, aber es bringt ja eigentlich nichts wirklich. Hier ist wieder so ein Speicherpunkt. Und hier geht's wieder einfach nur hoch zur Kapitätskajüte. Hier andersrum. Ne, drauf. So. Bei der Kapitänskajüte gibt's ja nichts mehr zu erledigen eigentlich, ne? Okay, außer Herzlose. Die natürlich das ganze Schiff besetzt haben. Na toll. Scheiß Herzlose. Gut gemacht, Donut. Aua. Oh, noch mehr. Wow, das war aber ein Riesenball. Das ist wohl Gravitra, ne? So hieß das, ne? Das ist einfach mal fetter geworden. Der Ball ist jetzt unmenschlich groß. So, draufhauen, bis die Eier glühen. Ein schönes Klavier. Kann ich jetzt dort lang? Ja, jetzt kann ich dort lang. Gut. Ein Stockfisch, dieser Riku. Haut einfach mit diesem Mädchen ab, ohne sich zu verabschieden. Abgehauen? Sagen Sie es mir. Wo ist er hin? Zu den Ruinen von Hollow Bastion.
wo Malefiz residiert. Aber du wirst sie nie zu Gesicht bekommen. Solange du nicht vorhast, deine kleine Feenfreundin im Stich zu lassen. Rückt das Schlüsselschwert heraus und ich verschone euch. Seid froh, dass ich gnädig bin, nicht so wie die Herzlosen. Nun, was soll es sein? Das Schlüsselschwert oder die Planke? Die Bestie, das Krokodil, das meine Hand verspeist hat. Osmi, jetzt will es meine andere Hand. Ich muss hier weg. Weg, husch, husch. Ich ertrage diesen Anblick nicht. Smi, kümmer du dich um sie. Flieg, Sora. Du musst nur ganz fest daran glauben. Danke, Peter. Ach, nicht der Rede wert. Du hast Naseweiß geholfen und ich dir. Okay, und dann geht jetzt der Kampf los. Oder wie? Die Kraft der Heilung erhalten. Vita wurde zum Vitra. Bleiben wir so. Wenn Peter Pan dabei ist, kann die gesamte Gruppe fliegen. Im Sprung einfach Kreis drücken und mit Kreis steigen und mit mit Quadrat sinken. Jetzt seid ihr alle dran. Yeah! Kommt her! So muss es ablaufen. Hör auf, mich abzuwehren, du blöder Sack. Ha! Ha, du bist ausgerutscht. Ha, 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 ha. Da rutschst du schon wieder aus. Trottel, du. Ha, ja, jetzt geht der Luftkampf weiter, hä? Was bist du denn? Ein Piratenherzloser mit Fäusten statt Schwertern? Hua, wow. Yeah. Jetzt wird eine... Ach, komm her. Jetzt will ich deine reinhauen. Gut gemacht. Wow, die geben 40 Erfahrungspunkte. Einfach mal geschenkt quasi, weil wirklich herausfordernd sind die jetzt auch nicht. Das ist ja geil. Hey, das Item will ich haben. Ach, Hartstein. Wow, was bist du denn? Du siehst aber wie ein tapfer Herzloser aus. Wo ist er hin? Ach, da. Du siehst lustig aus. Ich will dich umarmen. Komm her. Und gute Nacht. 100 Punkte. Nice. Und jetzt seid ihr dran. Du da zumindest. Der, dass ich die ganze Zeit im Kreis sehe, weil ihm langweilig wohl ist. Komm her. In den offenen Kampf bin ich stärker als du. Oh, das ging schnell. Sind Sie das, Smi? Haben Sie alles erledigt? Ei, ei, Captain. Alle über die Planke getrieben. Jeden Einzelnen. Ah! Peter Pan! Verdammt! Lust auf eine kleine Abkühlung, Stockfisch? Jetzt lassen wir dich mal über die Planke gehen. Okay, jetzt geht's los. Oh, guck mal, hier, die wieder. Den geben wir doch mal eine Runde. Oder, nein, das ging falsch. Der musste sein, nein, tut mir leid. Oh Gott, ist das eklig. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf diesen Spruch gekommen bin. Oh mein Gott.
Oh Gott. Bestimmt wegen dem... Ist der da eben gerade runtergesprungen? Bestimmt wegen dem Stockfisch. Was zur Hölle? Das sah eben voll glitschig aus. Komm her, ich hau dir eine rein. Bitte vergiss das, was ich eben gesagt habe. Ich will es nie erwähnt haben. Ja, jetzt wirst du wieder zusammengefaltet. Oh, guck mal, ein Herzbogen wieder. Wow, zack, zack. Guck mal, er hat so einen richtigen Steuermann. Leben. Ah, Vitra regeneriert jetzt viel mehr einfach mal. Coole Sache. Komm her, du blödes Schiff. Geh den Erdboden gleich hier. Und jetzt gute Nacht. So, und dann haut er schon ab. Was macht er da? Wirft er ein Geschenk ins Wasser? Cool. Und jetzt springt er hinterher. Auch gut. Hallo? Ach, da bist du ja. Wow, was macht er da? Er greift einfach mal mit Krähenfüßen an. Nein, ich will dich jetzt nicht mehr anvisieren, sondern jetzt dich. Ein gutes Schiff hier. Komm her, Angriff. Uah. Jetzt wirst du richtig zusammengefaltet. Autsch. Na, wo bist du? Da bist du. Sag gute Nachti. Gute Nachti. Nein, Schatztruhe. Sie ist einfach mal ins Wasser gefallen. Captain Hook, du bist erledigt. Zack. Wuhu, da fliegt er. Er mag es wohl nicht, wenn man ihn zusammenfaltet. Da war wieder ein Schiff. Das machen wir auch kaputt. Nicht Goofy angreifen, du böses Schiff. Warum greifst du Goofy an, den armen Pooper? Er hat dir doch gar nichts getan. So, oh, springt er schon wieder ins Wasser? Ja, so muss das doch sein. Na, wo kommst du runter? Da. Ja, du hast da was für mich. Danke. Ich will dir aber Aua machen. Okay, wieder das doofe Piratenschiff hier. Dass ich mal zusammenfalten muss. Oh, ich habe einen Hartstein gekriegt, obwohl ich es noch nicht mal besiegt habe. Und wieder heilen. Und wieder draufhauen. Draufhauen bis zum Geld nicht mehr. Autsch, das tat weh. Hier komme ich. So, vernichtet. Ja, Captain Hook, ich komme wieder. Und zack. Nimm den. Ey, hier, frisst du den und den und den auch noch. Ich habe hier auch noch den für dich. Ups. Feuer, dadada. Ich habe ja auch noch den dort. Vielleicht gefällt dir auch der hier oder vielleicht auch der dort. Tja, anscheinend gefiel es dir nicht. So muss es. Tollwut, was zum Teufel? Anzeigenbericht Nummer 9. Kairi ist nicht wieder aufgewacht. Naja, vielleicht hat sie wirklich ihr Herr... Sora? Ich kann's immer noch nicht fassen. Ich bin wirklich geflogen, wenn ich das Kairi erzähle. Bin gespannt, ob sie mir glaubt. Wahrscheinlich nicht. Komm doch mit ihr irgendwann ins Nimmerland. Dann kann sie selber ausprobieren. Wenn man daran glaubt, kann man alles schaffen. Stimmt's? Ich werde Kairi finden. Ich weiß es. Ich möchte ihr gern so vieles erzählen. Über das Fliegen, die Piraten und was sonst alles passiert ist.
Was ist Naseweiß? Was ist mit dem Glockenturm? Was soll denn da sein? Ja, was ist denn mit dem Glockenturm? Na klar, mache ich auch jeden Tag einfach mal so vom Glockenturm von der Big Ben, glaube ich sogar ist das. Einfach mal so baumeln die Beine, ne? So geile Sache, wa? Und es sind wieder Welpen entlaufen, cool. So, ich würde mal sagen, ich beende hier den Part. Und in diesem Part fragen wir nach, was so am Glockenturm so Mysteriöses passiert sein soll. Bis dahin sage ich euch mal Ciao, Freunde.